In diesem Video verrate ich dir, wie du dir zukünftig wahnsinnig leicht dabei tun wirst, Entscheidungen zu treffen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Ich möchte dir hier und heute eine Methode präsentieren, die dir hilft, Entscheidungen zu treffen. Du wirst sicher die Situation kennen, dass du manchmal dir wahnsinnig schwer tust, Entscheidungen zu treffen. Man wiegt da viel ab, man überlegt viel, man tut viel, man hat Kopfweh oft davon, von Entscheidungen zu treffen, speziell wenn es diese schwierigen Entscheidungen sind, die ja, vielleicht andere Menschen betreffen, die vielleicht deine eigene Zukunft betreffen und dergleichen mehr. Da tun wir uns manchmal sehr, sehr schwer, aber es gibt eine Methode, die dir extrem dabei helfen wird. Zu dieser Methode oder um diese Methode anwenden zu können, ist es aber wahnsinnig wichtig, dass du deine eigenen Werte kennst. Dass du weißt, was dir selbst wichtig ist. Ja, und diese Werte zu kennen, das heißt, du musst sie mal erarbeiten. Ja, ich glaube nicht, dass du jetzt einfach mal so kurz überlegen musst und alle deine Werte kennen wirst. Ja, dazu gibt es eine Übung und, oder eine Anleitung habe ich dazu, wie du deine Werte herausfinden kannst. Wie du zu dieser Anleitung kommst, das verrate ich dir ein wenig später noch. Wichtig ist zunächst einmal, dass du deine Werte kennst. Ich zeige dir hier mal die Liste meiner Werte. Ja, das sind meine Werte unterteilt in verschiedene Rubriken. Da habe ich private Werte, da habe ich berufliche Werte, finanzielle Werte, Gesundheit und Fitness, auch da habe ich Werte, karitative Werte und spirituelle Werte. Du musst das vielleicht nicht ganz so genau machen. Du kannst natürlich auch wählen und sagen, mir genügen die privaten Werte und die beruflichen Werte. Ja, genügt auch vollkommen und du machst einfach zwei dieser Spalten. Das musst du selbst entscheiden. Wie gesagt, du hast die Möglichkeit, innerhalb dieser 6 Wertekategorien zu wählen in der Anleitung, die ich dir dann zeige. Und dann gehst du die Übung einfach durch. Ja, die Übung funktioniert eigentlich relativ einfach. Du ladest dir, hier unterhalb des Videos blende ich jetzt den Link ein, du ladest dir unter diesen Link einfach die Wertetabelle herunter. Dort sind hunderte Werte aufgelistet, die man so haben kann. Und anhand dieser Werte machst du dann Folgendes. Du gehst zuerst die privaten Werte durch. Das heißt, du gehst diese hunderten Werte durch und schreibst dir mal einfach auf einen Zettel, nimm ein leeres Blatt Papier und schreibst da einfach alle die Werte, wo du sagst, ja, das könnte unter meinen Werten dabei sein, die für mich wichtig sind. Die schreibst du mal alle drauf. Ob das jetzt da 10 Werte auf dieser Liste dann sind oder ob das da 20 Begriffe stehen, das ist im Moment noch vollkommen egal. In einem nächsten Schritt nimmst du dann diese 20 Begriffe, die 20 Begriffe deiner privaten Werte nimmst du dann, ja, und schaust dir einfach, okay, welche 5 Werte sind es, was sind die 5 Werte, die für mich am wichtigsten sind. Und dann streichst du mal von diesen 20 Werten, wenn du 20 aufgeschrieben hast, streichst du 15 weg. Wenn du nur 10 aufgeschrieben hast, streichst du nur 5 weg. Dann bleiben noch immer 5 Werte über und aus diesen 5 Werten nimmst du dann diese Vorlage zur Hand, so ist es richtig, diese Vorlage zur Hand und tragst dann die für dich 5 wichtigsten Werte hier einfach in diese Vorlage ein. Ja, also der Ablauf ist im Prinzip ganz einfach. Ich habe in dieser Podcast-Folge, die ich hier vorher den Link eingeblendet habe, eine ganz, ganz genaue Einleitung. Also wenn du das wirklich ganz genau machen willst, dann empfehle ich dir die Podcast-Folge 7 anzuhören. Dort spreche ich nämlich nur zum Thema, kennst du deine Werte? Und dort erkläre ich auch nochmal ganz genau, wie diese Übung zum Herausfinden deiner Werte funktioniert. Ja, und wenn du dann vor einer schweren Entscheidung stehst, ja, wenn du dann sagst, okay, ich muss mich beruflich entscheiden, ja, oder ich muss mich finanziell entscheiden, oder ich muss mich gesundheitlich entscheiden bei irgendeiner wichtigen Frage, dann nimmst du das einfach zur Hand und sagst, okay, was ist mir denn wichtig? Ja, meine privaten Werte sind Familie und Freunde. Ja, das ist meine erste Spalte. Ja, und wenn ich jetzt sage, meine Familie und Freunde müsste ich verlassen, um mich beruflich zu ändern, ja, das heißt, ich müsste vielleicht in ein anderes Land ziehen, hätte dort eine super Herausforderung, ja, dann ist aber für mich ganz klar, Freunde und Familie sind für mich, ist der Wert, der für mich wichtiger ist, ja, und die möchte ich beibehalten, da verzichte ich lieber auf die berufliche Herausforderung, weil die berufliche Herausforderung ist bei mir erst die zweite Spalte, ja, und kommt dahinter. Ja, also auch das kannst du rein, wie du willst. Ja, und so tust du dir anhand dieser Liste ganz einfach sehr, sehr leicht. Ja, wenn du eine ganz schwere Entscheidung zu treffen hast, dann siehst du diese Liste deiner Werte durch. Ja, wenn du zum Beispiel einen neuen Job annimmst, dann sagst du, okay, was sind meine Werte im Beruf? Ja, und kann ich diese Werte in meinem neuen Job dann besser umsetzen wie im alten oder nicht? Ja,
Mir hat diese Liste der Werte schon sehr, sehr viel geholfen, sehr, sehr massiv geholfen und ich bin wahnsinnig froh, dass ich sie habe und ich überarbeite sie auch einmal jährlich. Jetzt zum 1. Jänner überarbeite ich diese Liste oder am 2. Jänner, am 1. vielleicht nicht ganz so günstig, je nachdem wie viel man über Silvester an Alkohol konsumiert, aber dann am 2., 3., also Anfang des Jahres oder Ende des Jahres überarbeite ich diese Liste, denn die Werte können sich natürlich auch im Laufe eines Lebens immer wieder ändern und das sollte man dann mit einarbeiten. Das heißt, ich verstecke diese Liste, ich schaue mir die nicht an, nehme mir wieder die Liste mit allen Werten, die da draufstehen, allen hunderten Werten, die da draufstehen, durch und mache dieselbe Übung Jahr für Jahr wieder. Das dauert vielleicht eine halbe Stunde, bringt mir aber wahnsinnig viel, weil ich mir dann sehr, sehr leicht tue mit diesen Entscheidungen treffen. Also, wenn du mehr darüber erfahren willst, dann geh auf diesen Link, ich blende ihn jetzt hier unten nochmal ein, beziehungsweise findest du ihn auch in der Videobeschreibung noch einmal. Es lautet selbst-management.biz/podcast-007. Dort findest du eben zum Download diese schöne Liste und die Werte, diese hunderten Werte, die ich da für dich herausgesucht habe. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir wieder ein bisschen helfen, dein Selbstmanagement zu verbessern, wieder ein wenig helfen, deine Entscheidungen zu verbessern, bessere Entscheidungen zu treffen und vor allem, was ja ganz, ganz wichtig ist, nicht zu viel Kopfweh zu haben bei den einzelnen Entscheidungen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch bei YouTube oder über ein Gefällt mir bei Facebook. Du darfst es natürlich auch gerne mit deinen Freunden, Verwandten, Bekannten teilen. Auch darüber freue ich mich natürlich sehr. Und ich verabschiede mich mit den Worten, mit denen ich mich ab jetzt immer verabschieden werde, nämlich mit: Genieße deinen Tag.